Die Batterie von Merville liegt ungefähr 2 Kilometer von der Urnemündung entfernt und in der Nähe von Cabourg. Sie besaß 400 mm Kanonen, die auf Ustriam gerichtet waren. Das Leben tausender Soldaten, die zur Landung am 6. Juni ansetzten, hing von der Zerstörung dieser Kanonen ab. Die Mission wurde dem 29-jährigen Oberleutnant Otway übertragen, Kommandant des 9. Fallschirmjägerbataillons. Als ich im Frühjahr 1944 den Befehl zum Angriff erhielt, erfasste ich sogleich, dass es kompliziert und hart werden würde. Wir waren 150 Mann beim Angriff, doch nicht mehr als 75 auf den Beinen. Die anderen waren tot oder verletzt. Tausende von Menschenleben wurden durch die Aktion der Männer und der Oberstleutnant Otway gerettet.